Liebe Schülerinnen und Schüler, im Lernvideo heute erfährst du, wie du in Mathematik sicher richtig über den Zehner rechnest. Präge dir diesen Rechenweg besonders gut ein. Er funktioniert auch bei Übergängen mit größeren Zahlen genauso. Eine wichtige Voraussetzung für diese Rechnungen ist, dass du die Zahlen von 2 bis 10 sicher zerlegen kannst. Hoffentlich hast du mit den Rechenkönig-Aufgabenkarten tüchtig trainiert. Wärme dich zunächst auf. 2 plus wie viel ist 5? 2 plus 3 ist 5. 4 plus wie viel ist 7? 4 plus 3 ist 7. 6 plus wie viel ist 9? 6 plus 3 ist 9. 2 plus wie viel ist 6? 2 plus 4 ist 6. 4 plus wie viel ist 9? 4 plus 5 ist 9. 1 plus wie viel ist 9? 1 plus 8 ist 9. 4 plus wie viel ist 9? 4 plus 5 ist 9. 2 plus wie viel ist 8? 2 plus 6 ist 8. Ich erkläre dir das Rechnen mit Zehnerübergang an einer Rechengeschichte, die du vielleicht selbst schon einmal erlebt hast. An vielen Orten, wie diesem hier, kannst du Eier direkt beim Bauern kaufen. Hier liegen die Eier sorgfältig gestapelt für die Käufer bereit. Der junge Tim holt mit seiner Mutter gemeinsam Eier. Er nimmt sich eine Eierschachtel und sieht mit einem Blick die Eierschachtel, hat 2 Reihen. In jede Reihe passen 5 Eier. Weil es 2 Reihen sind, rechnet Tim, 5 plus 5 ist gleich 10. 10 Eier passen also in eine Eierschachtel. Wie viele Eier seine Mutter wohl braucht? Tim liebt weiße Eier besonders. Heute sind nur noch in der Lage ganz unten 6 Stück da. Rasch schichtet er sie in seine Eierschachtel. Reicht das? Fragt er die Mutter. Die sagt, nein, nimm bitte noch 9 Eier mehr. Weißt du, wie viele das insgesamt sind? Tim legt 9 Eier bereit. Dann beginnt er zu zählen. 7, 8, nein, unterbricht ihn die Mutter. Ich zeige dir, wie man das rechnet. Schau her. 6 Eier hast du schon. Jetzt nimmst du von den 9 braunen Eiern so viele, dass sie gemeinsam mit den weißen Eiern 10 ergeben. So viele Eier haben ja in einer Schachtel Platz. Das ist leicht, sagt Tim. 6 und 4 ergibt 10. Also fülle ich 4 braune Eier zu den weißen Eiern dazu und die Eierschachtel ist voll. Richtig, bestätigt die Mutter. Und was passiert mit den restlichen braunen Eiern? Die restlichen braunen Eier, die packen wir in einen zweiten Karton. Ganz klar. Wir nehmen also 15 Eier mit nach Hause, denn die 10 Eier in der einen Schachtel und die 5 Eier in der anderen Schachtel ergeben zusammen 15. Gut gemacht, lobt die Mutter. Ja, aber das muss ich jetzt üben, sagt Tim. Zu Hause malt er 2 Eierschachteln auf ein Bild. Dann legt er Rechnungen mit blauen und roten Punkten. Zuerst rechnet er 6 plus 8. Tim beginnt und legt die 6 blauen Plättchen in seinen Eierkarton. Den zeichnet er auch in der Rechnung ein. Dann legt er 4 rote Plättchen dazu, um zur 10 zu kommen. Denn 6 plus 4 sind 10. Die erste Eierschachtel ist jetzt voll.
Vier rote Plättchen liegen bereits in der Eierschachtel, vier weitere sind übrig, denn 4 plus 4 sind 8. Den Rest, die Zahl 4, rechnet er nun zur 10 dazu, also 10 plus 4 ist gleich 14. Tim rechnet noch ein zweites Beispiel, nämlich 5 plus 7. Wieder legt er zuerst die 5 blauen Plättchen in die Eierschachtel und ergänzt mit den roten Plättchen zur 10. Er rechnet dazu, 5 plus 5 ist 10. Und wieder zeichnet er die Eierschachtel um die beiden Zahlen, die zusammen 10 ergeben. Von den 7 roten Plättchen hat Tim bereits 5 verbraucht, um zur 10 zu gelangen. Es bleibt ein Rest von 2 roten Plättchen, denn 5 plus 2 sind 7. Diesen Rest, also die Zahl 2, rechnet Tim nun zu den 10 dazu. Seine dritte Rechnung heißt also, 10 plus 2 ist gleich 12. Um sicher über die 10 zu rechnen, musst du nacheinander folgende 3 Schritte ausführen. Als erstes ergänzt du eine Zahl zur 10, also in dieser Aufgabe 8 plus 2 ist gleich 10. Dann nimmst du das Ergebnis aus Aufgabe 1, also die 2, und zerlegst damit die andere Zahl. Die Rechnung heißt hier 2 plus 7 ist gleich 9. So erhältst du den Rest. In dieser Rechnung ist der Rest 7. Schließlich rechnest du diesen Rest zur 10 dazu. Also 10 plus 7 ist gleich 17. Du kannst dir die 3 Rechenschritte mit diesen kurzen Sätzen gut merken. Satz 1 heißt, erst zur 10. Hier 7 plus 3 ist gleich 10. Satz 2 lautet, hintere Zahl zerlegen. Hier 3 plus 5 ist gleich 8. Der dritte und letzte Satz ist, Rest dazu zählen. Hier 10 plus 5 ist gleich 15. Du weißt bereits, Übung macht den Meister. Deshalb übe nun fleißig. Ich wünsche dir viel Erfolg für diese neuen Rechnungen.